Hallo, mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du mir bei meiner Kaffeepause Gesellschaft leistest. Ja, Kaffeepause ist immer der Moment, wo ich ein kleines Resümee über meinen Kanal ziehe und gefühlt, es ist noch gar nicht so lange her, aber tatsächlich ist eine ganze Menge passiert und davon möchte ich euch jetzt erzählen. Ich habe immer wieder Kommentare gehört, dass mein Videoschnitt nicht ideal ist, dass der Ton nicht richtig toll ist, dass der Ton nicht synchron ist. Und ich war auch echt unzufrieden mit meinem Videoschnittprogramm, also habe ich nochmal Geld in die Hand genommen, habe mir ein besseres iPad geholt, habe jetzt das iPad Pro 2020, habe ein neues Videoschnittprogramm gekauft, habe mich da einige Tage mit beschäftigt und mittlerweile denke ich, dass ich das besser im Griff habe. Ich werde damit nie ein Profi werden, weil ich einfach das nicht gelernt habe und auch nicht die Zeit darin investiere, die Profis da rein investieren. Aber ich denke, es ist besser geworden. Und ihr erkennt die neuen Videos an meinem neuen Intro. Einige haben es vielleicht schon gemerkt, dass ich ein neues Intro habe. Die Videos mit dem neuen Intro sind mit dem neuen Schnittprogramm gemacht und ich denke, da ist so manches besser geworden. Also ich habe die Kritik aufgenommen, habe sie umgesetzt und ich hoffe, dass es jetzt wirklich für euch auch angenehmer ist zu gucken. Der zweite Punkt, den ich gerne ansprechen wollte, war mein neues Format Star Club. Und da bin ich immer noch richtig überwältigt, was da alles von euch kommt, was für Ideen kommen, was ihr für einen Input liefert, was für Videos ihr zum Teil fertig bereitstellt. Echt grandios. Ich weiß, ich habe noch nicht allen wirklich geantwortet. Das liegt zum einen daran, dass ich ganz, ganz viele Vorschläge bekommen habe und mich ganz, ganz viele kontaktiert haben. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass ich einen Beruf habe, mit dem ich meine Brötchen verdiene. Und da brummt es im Augenblick unglaublich. Also da ist in den letzten 5, 6, 7, 8 Wochen so richtig was dazugekommen, sodass ich mir die Zeit für meinen YouTube-Kanal im Augenblick echt aus den Rippen schwitzen muss. Und deshalb fällt es mir etwas schwerer, Kontakte, die nicht eh bestehen, aufzubauen und auch das Star Club-Format ist nicht im Sinne von Video aufnehmen und schneiden etwas aufwendiger, aber in der Vorbesprechung, da brauche ich ein bisschen mehr Zeit und die habe ich im Augenblick einfach nicht. Insofern bitte ich da um Verständnis, dass das vielleicht aussieht, als hätte ich kein Interesse. Das stimmt aber nicht. Ich habe großes Interesse. Mir fehlt nur im Augenblick etwas die Zeit, auf alle Vorschläge einzugehen und jeden individuell anzusprechen und mich bei jedem individuell zu melden. Ich verspreche, es kommt, aber ich kann im Augenblick noch nicht genau sagen, wann, weil selbstverständlich muss der Beruf, der mir meine Wohnung, meine Brötchen und mein Auto bezahlt, vorgehen. Und im Zweifelsfall muss dann leider das Hobby, und das ist mein YouTube-Kanal, etwas zurückstecken. Das wollte ich nur noch mal ganz deutlich gesagt haben. Das ist keine böse Absicht, sondern da steckt echt aus meiner Sicht ein harter Grund dahinter. Dann würde ich euch gerne noch sagen, und das hat mich echt super gefreut, ich bin von einem ganz, ganz jungen YouTube-Kanal angesprochen worden. Jung im Sinne von, es ist der Zweitkanal von jemandem, der schon einen etwas älteren Kanal hat. Und auf diesem jungen Kanal macht er Videos, die einen Unterschied deutlich machen. Die ersten beiden Videos waren, was ist der Unterschied zwischen Rinnsal, Bach, Fluss, Strom, Kanal? Das zweite Video war der Unterschied zwischen Pfütze, Tümpel, Teich, See. Also wirklich echt klasse gemacht. Und klar, jeder weiß, es gibt da so irgendwie einen Unterschied. Aber wie greift man ihn und wie definiert man ihn? Fand ich beide super interessant. Und er hat mich gefragt, ob wir nicht mal zusammen ein Video über Uhren machen könnten. So Unterschied zwischen mechanischen Uhren und Quarzuhren. Für die meisten von uns überhaupt kein Ding, wir wissen das. Aber viele, die sich nicht so intensiv mit Uhren beschäftigen, die fragen sich, warum muss ich denn unter Umständen so viel mehr für eine mechanische Uhr ausgeben? Was bedeutet das? Eine Quarzuhr hat keine Seele und solche Sprüche. Und da bin ich in dem Video etwas näher drauf eingegangen. Ich verlinke euch das sowohl unter meinem Video als auch unter dem i oben in der Ecke. Und ja, ich hoffe, ihr schaut mal rein und ich hoffe auch, euch fällt der Kanal genauso gut wie mir. Ich fand's grandios. Zu meinem Kanal noch ein letzter Punkt. Ich habe einen neuen Kanal aufgemacht, YouTube Shorts.
Also Watchmaxe-Shorts. Shorts ist ein neues YouTube-Format. Videos maximal 60 Sekunden lang im Hochkantformat. Und da zeige ich einfach Uhren, einmal Vorderseite, einmal Rückseite, kurz gedreht, teilweise auch als Nightshot, ohne großartigen Kommentar, einfach nur so zum neugierig machen, gucken. Ich werde so 3 bis 4 Videos pro Woche hochladen. Ich denke, da werde ich ungefähr landen, immer in Abhängigkeit davon, wie viele Uhren mir zur Verfügung stehen, denn ich will ja auch nicht mal die gleichen zeigen. Wenn euch sowas interessiert, schaut mal rein. Ist aber, glaube ich, eher was für die Jüngeren. Zumindest sagen mir die YouTube-Statistiken, dass die Shorts eher von Jüngeren geschaut werden und weniger von den etwas älteren Zuschauern. Dann wollte ich euch noch gerne sagen, ich muss ab und zu mal auf meinen Zettel gucken, denn ich hatte so viele Themen, die ich besprechen wollte, dass ich sie tatsächlich nicht alle im Kopf habe. Ihr habt gemerkt, ich habe einige Videos über Botter gemacht. Das lag daran, dass Klaus Botter, der Inhaber und Chef und Gründer von Botter Design, mich angesprochen hat, hat gesagt, ihm gefällt ein Video, was er gesehen hat von mir, sehr gut. Und ob ich nicht mehr Interesse hatte, mich mit ihm auszutauschen. Und da ist also ein reger und wirklich sehr, sehr netter Austausch draus geworden. Und auf diesem Wege habe ich die Möglichkeit, die ein oder andere Botter-Uhr zu zeigen, auch relativ neue Uhren. Und ich bin ganz, ganz zuversichtlich, dass im Laufe des Jahres da auch noch so etwas Ähnliches wie eine Reportage. Reportage ist ein sehr großes Wort. Das klingt so journalistisch. Ich bin kein Journalist, aber vielleicht kriege ich irgendwas in dieser Art und Weise hin über Botter Design und das Designbüro. Mal schauen. Also wir arbeiten daran. Und sobald Corona es erlaubt, glaube ich, dass wir da auch lieferfähig werden. Und ich hoffe, euch da mit irgendwas Interessantem überraschen zu können. Und dann habe ich noch einen Punkt. Und das ist jetzt Schande über mich. Ihr habt jetzt die offizielle Genehmigung, mich 10 Kilometer Loser zu nennen. Es ist ungefähr ein Jahr her, was ist 11 oder 13 Monate sein, um diesen Dreh rum auf jeden Fall. Da habe ich ein Video gemacht, dass mein Ziel es wäre, im Jahre 2020, also letztes Jahr, bis Ende des Jahres, 10 Kilometer laufen zu können. Ich habe euch da eine Sportuhr vorgestellt und was soll ich sagen, ich habe abgelost, aber total. Ja, mein Gewicht ist explodiert, meine Motivation ist implodiert, es ist also überhaupt nichts draus geworden, ich bin nicht mal in der Nähe dessen, insofern absolut nicht geklappt, ich wollte wenigstens da einen Punkt hintermachen, denn ich wollte das ungern offen im Raum stehen lassen, für die, die sich noch erinnern, das war ein Satz mit X, das war nix. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund, freut euch auf die nächsten Videos, die wieder versprochen mit Uhren kommen. Und bis dahin, tschüss, euer Axel.